Liebe Freundinnen und Freunde, seit einem Jahr ist wieder viel passiert. Als Schwerpunktthema in unserer Arbeit als Grüne Jugend haben wir im ersten Halbjahr auf Ausbildung und Weiterbildung gesetzt. Wir streiten für gerechtere Bezahlung von Azubis und kämpfen für Bildung für alle, von einer inklusiveren Schullaufbahn bis zur Weiterbildung im Alter. Es ist ein absolutes Unding, dass die CSU zum Beispiel erst kürzlich wieder Maßnahmen für mehr Professorinnen an Hochschulen total blockiert hat. Bayern ist noch lange nicht überall Vorreiter. Hier muss sich noch vieles verändern. Seit unserem Landesjugendkongress im Mai beschäftigen wir uns dann hauptsächlich mit Sozialpolitik. Auch hier steht Bayern bei weitem nicht so gut da, wie es teilweise dargestellt wird. Von 2006 bis 2013 stieg die Zahl armutsgefährdeter Personen in Bayern um 9% auf 1,8 Millionen von ungefähr 12 Millionen Einwohnern. Besonders Alleinstehende, Alleinerziehende und auch ältere Frauen sind von Armut bedroht. Auch wenn die soziale Lage in Bayern im bundesdeutschen Schnitt vergleichsweise gut ist, dürfen solche Zahlen nicht in den Hintergrund gerückt werden. Wir müssen uns für finanzielle Unterstützung ohne Gängelung, für gerechte Bezahlung für alle Menschen und echte Verteilungsgerechtigkeit stark machen. Auch parteiintern waren wir sehr aktiv. Wir waren Mitglied in der Jugendkommission, deren Ergebnisse heute vorgestellt werden. Denn grüne Ideen brauchen jungen und motivierten Nachwuchs. Junger Nachwuchs ist zwar nicht nur, aber in letzter Zeit definitiv auch dafür da, um die Anträge zur Landesdelegiertenkonferenz frühzeitig zu lesen und mit zahlreichen wichtigen und visionären Änderungsanträgen für gute Debatten und starke grüne Forderungen zu sorgen. In der Grünen Jugend wollen wir, dass alle unsere Mitglieder sich einbringen können und dass lebendige Debatten stattfinden. Da unser nächster Landesjugendkongress vor der Tür steht, tourt der Landesvorstand aktuell durch die junggrünen Kreisverbände und diskutiert dort mit den Mitgliedern über die Leitanträge zum nächsten Kongress. Unser Motto ist dieses Mal: Marktradikal kann mich mal. Wir werden uns nämlich mit Wirtschafts- und Handelspolitik befassen. Erst gestern wurden ja die zahlreichen gesammelten Unterschriften im Rahmen des Bayerischen Volksbegehrens gegen CETA im Innenministerium übergeben. Wir werden die niedrigen Umweltstandards und Sonderrechte für Konzerne so verhindern. Wir werden es schaffen, so CETA über den Bundesrat zu stoppen. Ich habe doch 7. Entschuldigung. Genau solche Initiativen sind wichtig und Bürgerinnen und Bürger und Wählerinnen und Wähler erwarten sie von uns. Das Wahljahr 2017 steht bereits vor der Tür. Personell sind wir als Grüne Jugend bereits sehr gut aufgestellt mit unseren VotenträgerInnen Anna Schmidhuber und Corbinian Gall. Wir wollen zu einem klaren grünen Wahlkampf beitragen und uns wichtige Themen voranbringen. Unumstritten ist unser grüner Schwerpunkt die Ökologie. Doch unsere grüne Erzählung darf keinesfalls darauf beschränkt werden. Sie ist definitiv viel, viel mehr. Soziales und Umwelt- und Klimaschutz müssen gemeinsam gedacht werden und die Probleme der Menschen aufgegriffen und ihnen mit einem fortschrittlichen und vorwärtsgewandten Konzept eine Lösung angeboten werden, die zu echten Verbesserungen führt. Wir wollen keinen Rollback und werden diesen aktiv bekämpfen. Grüne stehen ja für transparente Politik. Und wir müssen dies unbedingt wieder mehr in den Vordergrund stellen. Denn Transparenz schafft Glaubwürdigkeit und Legitimation. Das tut der politischen Diskussion gut. Unsere Demokratie ist, und man kann das auch so dramatisch ausdrücken, in ihren Grundfesten erschüttert. Doch wir sind diejenigen, die dazu beitragen können, dass sich wieder mehr Menschen
in demokratischen Parteien wiederfinden und dass die Meinungsvielfalt in der demokratischen Gesellschaft wieder wirklich offenbar wird. Und nicht nur auf Bundesebene, auch hier in Bayern braucht es unbedingt Veränderungen. Die CSU sollte weniger bei Despot und Europazerstörer Orban abschauen. Der hat im Übrigen auch absolut nichts im Landtag zu suchen. Das wäre ein absolut fatales Signal morgen. Die CSU, deren Oberpopulist Scheuer immer häufiger rechtspopulistische und rassistische Sprüche klopft, muss ablassen von ihrem spaltenden und menschendiskriminierenden Kurs. Die CSU setzt dadurch nämlich ein ganzes Land in Brand. Und auch in Bayern ist der Anstieg der AfD durch die CSU definitiv hausgemacht. Eines sei gesagt, mit dieser CSU können wir nicht koalieren. Nicht nur wir Grüne kritisieren die CSU scharf, auch zahlreiche Helferinnen und Helfer in der Geflüchtetenarbeit haben erst neulich ihre Kritik geäußert. Die CSU legt dem Engagement von Geflüchteten Monat für Monat neue Steine in den Weg. Nicht umsonst wird das Integrationsgesetz der CSU, das einzig ein Ausgrenzungsgesetz ist, von allen befragten Sachverständigen zerlegt. Ja, die Zeit ist fast um. Wir Grüne verstehen uns als lebendige Partei und sollten das auch bleiben. Die grüne Jugend sollte dabei nicht allein die Sponti-Abteilung sein. Auch die Partei muss auf der Straße und im Netz durch frische Aktionen überzeugen, um die Meinungsbildung in Bayern voranzubringen. Wir müssen für eine fortschrittliche und moderne Richtung kämpfen. Vielen Dank, Eva.